oder nach Pleasant. Also ich würde Pleasant sagen. Pleasant ist eigentlich Ja, ganz. Ja, ist auch ganz chillig, vanillig. Gönjamin ist dort. Ich schwöre, anwesend. ja, was ganz blöd ist, wenn du so das Finale in Tilted oder in Loot Lake hast. Weil bei Tilted snipen dann alle von hinten und in Loot Lake kannst du dich nicht richtig bewegen. Und in Dusty bist du halt, ja gut, du bist halt erstmal von Bäumen umgeben, aber du siehst auch nicht, wo die Gegner sind, und da können die alle plötzlich kommen. Ja, und wenn du in der Mitte bist, kommen eh alle von allen Seiten, weil halt alle in die Mitte wollen. Ja. So, ich bin erstmal an der Tankstelle zwischengelandet. Ich habe mir schon mal was gegönnt. Und der Tanke, Ja, schön eine Benzin MP, lassen, oder? Maschinenpistole. Ja, nachtanken muss man ja auch beim Leiter. So, ich sehe jetzt aber auch gerade Und keinen, der was? noch über Pleasant fliegt oder so. Seht ihr irgendwas, Ja. irgendwen? Hab auch nichts Einfach gesehen. traurig, was hier passiert, weil nur wenn es ein bisschen weg ist von der Startbahn, sage ich jetzt mal, da von der Fluglinie, geht einfach keiner mehr hin, weil einfach Ja. so viele noch darauf aus sind, einfach nur zu töten. Und dann gehen halt alle an dasselbe und ja. Ja. Ich meine, Das sind aber auch praktisch, die klar. Fortnite-Spieler, die keinen Stil haben. Meine Meinung. Ja, ich zum Einfach. Beispiel, es gibt so Leute, die haben während diesem Geburtstagsevent einfach an den Kuchen abgefahren. Ich will jetzt keinen Namen nennen oder so, aber es hat noch auf, genug auf YouTube gesehen, habe ich mir gedacht, guck mal, das ist doch einfach so, es ist einfach nicht sozial, sowas zu machen, weil Halt, um du den Leuten den verdaust auch den Kuchen Leuten den. wegzunehmen, ne? Gehen rein, Kuchen nehmen und so wieder raus oder was? Nee, Das sind die eh guckt ja, Schweine. da sind immer mega viele Leute zum Kuchen hingegangen, haben mich dann erst nicht angegriffen und haben sich dann erst noch Waffen geholt. Alles war cool. Dann haben sich so ein paar Spieler gedacht, ja gut, ich laufe dahin, also flieg dahin und hol mir eine Waffe und töte einfach alle, die beim Kuchen landen. Okay. Mies. Ja, das ist nicht korrekt. Vor allem am besten sind dann auch die bei diesen ganzen Herausforderungsquests, wo du halt vor das war ist schon etwas länger her, wo du halt tanzen musstest vor irgendwelchen Locations oder so, vor diesen Filmkameras oder so zum Beispiel. Oder keine Ahnung, irgendwas in der Art, wo du halt irgendwas machen musstest, irgendeine Aktion vor irgendeinem Objekt durchführen müsstest und irgendwelche Leute dich dann da abgeschossen haben, obwohl sie genau wissen, dass du diese Quest machen musst. Statt dann zu warten Ja. und sozial zu sein, killen sie halt. Ich gebe zu, das habe ich auch hier und da gemacht, aber auch nur, weil ich mir dachte, die würden es genauso machen. Ja, es Vielleicht ist ist ja. das ja einfach das traurig. Problem so, Aber dass. traurig, aber wahr. Genau aus so einem Grund fängt man denn auch damit an. Ne? Ja, eben. Die anderen Weißt du, nee. Spieler sind arschig zu einem, das Gerade bei geht gar solchen Quests kommt es ja darauf an, dass man halt eben ja, sich den Spielspaß gönnt, weißt du? Und dass man nicht eben vor der Statue steht und sich denkt, ja, ich camp hier auf Gegner, die ich wegkillen kann. Das ist ja nicht Ja. der Punkt. Man steht ja Was da und schlimm war bei vertraut auch mir auf die wieder Leute. Auch das beste dieses. Beispiel ist das mit dem Basketball. Mit der Basketball-Quest. Ja. Wo auch Leute dich abgeschossen Was haben, noch obwohl du gerade schlimmer einen war? Korb machen wolltest. Was noch schlimmer war, war bei der Tontaube, wenn man, da braucht man ja ziemlich lange und da denken die sich, nö, ich habe keinen Bock mehr auf den zu warten, ich töte den jetzt einfach. Ja. Du weißt ja, bei komischen, als, wo man diese Dinger in der Luft abschießen musste. Ja, doch, ich kenne die Quest noch gut genug. Ja, ich habe das dann irgendwann mit der Shotgun gemacht, das hat dann gut geklappt, aber ich finde es einfach scheiße, dann von hinten zu kommen, während der sich vollkommen darauf konzentriert, einfach das zu machen. Ich töte den jetzt. Moin. Nee, ich Und habe das ja auch push. einmal gemacht, ne? Aber das war halt auch nur, weil ich nicht wusste, dass da die Tontauben-Quest war. Das war ich. Ich war auf dem Berg zu. Oh, wo war das nochmal? Das war, ich glaube, hier in diesem Waldstück. Ja. Naja, Oder ähnlich. hier Also irgendwo. die Tontaube ist hier. Genau, richtig, genau da war die. Und ich wusste nicht, dass sie da war. Ich war halt auf diesem Berg und dachte mir so, okay, ich gucke mir mal von hier aus die Gegend an und hab da halt einen Gegner gesehen, der da rumgelaufen ist. Ich dachte mir so, okay, was macht der da wohl? Ich kill den mal mit der Sniper. Naja, dann hat er einfach einen schlechten Tag erwischt. Ja. So, ich habe übrigens zwei Verbandskästen. Zelda Ja. ärgert mich. Hau ihn später. Nein, ich will nur noch Hat wer einen, braucht wer, hat wer 25er Schildis oder braucht wer ein 50er Schild? Also Wir ich brauchen nur brauche generell 50er Schild. Schilder. Es kann aber nicht sein, dass Pleasant Park hier überhaupt so wenig Loot ist. Also ich finde, war jetzt sehr wenig. Willkommen in Season 5.2, Alter. Der Ja. Patch
mit dem, ja, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, die wurden so viele Truhen irgendwie weggelöscht oder der ganze Loot wurde irgendwie radikalisiert, ja, oder so. Ich glaube, dass die Spawnraten einfach im Grunde genommen alle ein bisschen niedriger gemacht wurden. Ich habe mir die Schilder. Ach, hier bist du ja, Kai. Ich gebe dir mal 50er. Anders kann ich es mir einfach nicht erklären. Ja, danke dir. Alter, das sieht so sinnvoll aus. Ein Busch. Ja, moinsen. Ja, ein Busch, der ein Herzchen macht, das ist noch sinnvoll. Oh Gott, das ist so farb. Yeah. Das sieht schrecklich. Zelda Gamer, komm mal her. Ja. Komm mal. Komm mal. Ah Gott. Mal gucken, was hier auf dem Dach so ist. Leider auch nichts. Jetzt halt nur die Frage, wohin bewegen wir uns, wenn wir jetzt an die Zone denken. Danke dir, Ulfi. Keine. Ja, wir könnten im Grunde nochmal Lazy Links oder sowas auschecken, mit dem Auto dann irgendwie wegcruisen oder so. Ich würde auch eher sagen nach oben, weil unten Tilted Towers, Dusty, Salty ist bestimmt dicht besiedelt. Dann haben wir vielleicht so eine ähnliche Situation vorher. Ja. Ja, okay. Etwas lockerer. Da haben außerdem die Leute nicht so viel von Verhütung verstanden. Oh, da, guck mal, da ist auch noch ein Rift beim Burger. Jo. Können wir sogar nutzen, um schnell voran. Oder wir gehen jetzt noch schnell zum Hotel. Mhm. Nee, dann will ich den Burger gehen. Einfach Burger und Lazy. Ich denke, da könnte sogar noch eine Truhe hinter sein. Da schimmert auch irgendwas. Ich denke mal, da ist noch eine Truhe. Erstmal checken. Okay. Jo. Okay, ich habe alles Schlürfsaft. Oh, mitnehmen. Ja. Also falls keiner von euch braucht, dann... Hat jemand Minischildtränke, die er stacken kann? Ich hab einen, ja. Ich kann stacken. Du kannst stacken? Ja. Weil dann nehme ich den Schlürfsaft mit, dann nimmst du die Minischildtränke. Dann passt das. Bloß nichts verschwenden. Okay. Okay, alle gleichzeitig dann in den Rift. Also Lazy Links. Wolfie? Alter, yes. 3, 2, 1. Wobei erstmal. Oh, ja. Wir laufen von Lazy Links dann einfach Richtung Tomate. Oder falls wir noch Autos sind, fahren. Oder so, ja. Es sieht ja auch noch ziemlich leer aus. Ja, also ich sehe auch direkt schon mal ein Auto, direkt links von der Villa. Ja, Lazy Links. Links wurde komplett ungelootet, die ganzen Dächer sind noch zu. Ja, moin, also man kennt's. Ey, okay, dann muss ich uns ein Auto irgendwo klarstellen und ja. Ey, vorhin die Runde überfüllt hier und jetzt einfach alles leer. Was, sag mal, was geht mit den Köpfen der Spieler? Und es leben einfach noch 4 Teams maximal. Und es, also hier sind nicht alle Truhen ungelootet. Hier sind nochmal Minischildis zum Stacken. Ey, ich bin gerade überfordert, was hier gerade passiert, ey. Ja, Brainfuck, Alter. Aber richtig. Noch eine Truhe, also ich habe jetzt gerade 3 Truhen bekommen. Und wahrscheinlich noch eine 4. gleich. Braucht jemand eine Handkanone? Nee, Handkanone ist scheiße. Ja. Naja, kann gut sein, aber meistens nur Anfang. Ja, die hat gar kein Aim. So, ich habe noch einen großen Schildtrank. Wenn jetzt noch jemand einen hat, kann ich den stacken. Ich weiß, wo einer liegen müsste. Ja, also hier auf dem Dach bei mir. Okay, ich gucke erstmal nach einer besseren. Ja. Hier liegt auch einer bei mir gerade. Genau danach habe ich gesucht, eine bessere taktische Schrotflinte in Blau und die habe ich auch bekommen, ey. Girl, yummy. Wo ist denn das Auto? Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal alle ins Auto, weil sonst sterben wir. Ja. Große Schildtränke, wo waren die? Zelda Gamer, du hast gesagt oben. Da war nur. Hier, okay. Habs. Ohne Eingang. Gut. Und es war oben auf dem Dach noch irgendwie kleine Schildtränke, ne? Deswegen. Oh, okay. Ich kann auch nicht alles mitnehmen. Ich habe jetzt irgendwie. Ich würde mich jetzt beeilen, also nur so. Ja, doch, die Sonne kommt in. Ja. Jo, alles gut. Ich habe ein Auto, also fahrt schon mal los. Ja, ich auch. Okay, dann fahr du schon mal los, Brick, und wir treffen uns dann hier so bei Tomato. Jo. Komm. Okay, ist Ulti drin, ja gut.
mir gerade geleckt und ab geht's. So, noch drei Teams ja, maximal. Nice, ich habe noch einen zweiten Schlürfi gefunden. Ach, man kennt's. Das ist echt praktisch. Wir sind noch voll. Also ich habe auch noch einen Granatenwerfer, das heißt, falls die mit Bauern anfangen, könnte ich noch reinballern. Mhm. Gut. Auch diese Golflöcher sind sowas von, ich sag mal, unter bewertet, weil viele sich denken, da sind dann nur so Sandlöcher, da ist nichts drin, aber die unterschätzen das meistens, die Leute. Okay, wir sind erstmal sicher. Mhm. Ich habe doch gerade eben zum Beispiel Holz in einem Sandloch gesehen und dachte mir so, ich bin ein Allmann, ich würde das ganz gerne aufheben, Alter. Ja, einfach mal immer aufheben, was man aufheben kann, weil es ist auf jeden Fall gut, wenn man es hat, ne? Das könnte sein, dass auch Tomato Town ungelootet ist. Und es ist auch ungelootet. Ja. Jedenfalls das Haupthaus. Was ist hier los? Hier kam einfach keiner hin. Und ich habe noch einen. Ich habe eine P90 und noch einen großen Schildtrank. Einen weiteren. Ja, gut, glaub ich. Boah, da läuft er bei uns richtig. Also, wer die P90 haben will, einfach hier im Hauptgebäude des Restaurants. Oh, hast du nicht auch noch zwei? Ich könnte auf jeden Fall die P90 gebrauchen. Dann habe ich im Gegensatz zu einer grünen Dings schon mal eine was Besseres. Ja, und ich glaube, auf dem Dach könnte noch irgendwie eine weitere Truhe sein. Ja. Ganz oben meine ich halt, ne? Ja, da ist eigentlich safe. Ich gehe kurz drauf. Und bei. Und es laggt. Ach je. Ja, aber also das ist irgendwie. Fortnite ist noch so ein bisschen unfertig. Ja, so wie immer auf der Switch, Ey, nicht abbauen. Nicht abbauen. Du zerstörst die Truhe, Brick. Brick, du hast die Truhe zerstört. Ach so, egal. Ich dachte, ihr habt die schon. Tut mir leid. Ach je, und damit geht der Plan kaputt, nochmal einen epischen Sieg zu holen, ne, Lul. Ja, also wenn die zwei verlieren, ist es Brick schuld. Dafür drehe ich jetzt für den Sieg hier nochmal dreimal extra. Wir lassen das Auto besser stehen und gehen auf den Berg. Ja. Weil da habe ich gerade Schüsse gehört und sie können auch also von oben kommen. Seid ihr das mit dem Auto? Ja. Ja, bitte Auto stehen lassen. Ist viel zu laut. Viel zu laut. Okay. Ja, lass uns ganz kurz hier auf den Berg drauf, Zelda. Ja, klar. Ja, versuch gerade. Oh, da ist noch eine Truhe am Auto, glaube ich. Kann das sein? Und noch ein weiterer Schlürfsaft. Hast du noch Platz für Schlürfsaft, Zelda? Nee, das ist keine Truhe. Das sah so aus wegen diesem Schimmern. Aber hier, in dieser Hütte, ist noch ein Schlürfsaft. Ja, da kann ich mich zumindest vorhalten. Ulfi, bleib hinter Baum. Hinter Baum bleiben. Da sind Gegner vor uns in Südwesten. Oh, vor uns. Digga, wie weit weg seid ihr bitte? Ja, okay. Ich bin einfach. Wir müssen. Die Zone kommt. Alle in die Zone. Also, es werden uns auf jeden Fall Leute entgegenkommen. Höchstwahrscheinlich. Ah, da ist ein Spieler auf dem Berg. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er baut sich schon ein. Ja, dann scheiß auf den, weil der verreckt doch jetzt eh von der Zone her. Nein, wir sind noch weiter weg als er. Wir würden eher verrecken laut der Zone. Ja. Ja, oh. Toll. Sniper-Bastard. Egal, ich stack mir noch ganz kurz einen großen Schildtrank. Dann geht die. Dann ist die Wunde verheilt und dann kriegt er jetzt gleich auf die Fresse. So, mein. Alter, wo kommen die Sniper-Schüsse her? Also, wir müssen da auf jeden Fall ran. Ja. Irgendwie. Er kommt jetzt doch eh gleich von da, weil sonst. Wenn jetzt gleich da irgendwer einen Schlüpfsaft droppen kann oder so, das wäre ziemlich sus. Oh oh. Nein, das ist nicht. Oh, ich seh's. Und da kommt bestimmt auch einer von rechts. C4 wurde geplayed. Placed. Okay. Oh, die Zone, Bruts. Okay. Rick, beeil dich. Ja. Da unten ist er. Kai hat noch die Medikits.
Hey, du hattest doch Medikits, oder? Ja. Hab ihn! Ah, das ist ein Ab! Nice. Oh, nice. Nice, Leute, nice. So, ich brauche einen Schlüsselsaft, ja, ganz dringend. Ich kann jetzt gern. Achso, da ist noch ein Medikit. Schlüsselsaft, ganz schnell. Rick, Medikit. Oh, das ist natürlich besser. Achso, Danke. Wer auch immer jetzt braucht. Ich hatte eins gebraucht, wegen Heal und so. Also, Leute, ihr solltet nicht so offen stehen. Ja. Ich habe nämlich gerade richtig Angst gehabt. Okay, es leben noch vier andere Leute. Es könnte ein ganzer Squad sein. Dann, ja, wäre es ein ausgeglichener Kampf. Yes. Die wahrscheinlich dann alle snipen würden. Macht euch fit. Hier liegt noch überall Holz rum, ne? Also jetzt einfach alle Items, die ihr habt zum Heilen und Pushen und so reinhauen, weil... Okay. Oh, da ist eine doppelläufige Kai. Hier ist eine doppelläufige, wenn du die Hunde. Mm. Oh. Nee, danke, ich bleib bei meiner taktischen. Hat der ein bisschen AR-Muni? Ich brauche AR-Muni. Ich hab AR-Muni. Okay, wir müssen aber weiter. Erstmal weitergehen. Erstmal habt weitergehen. Ihr die doppelläufige noch am Start? Die doppelläufige liegt da. Ah, okay. Ich hab's auch genommen. Okay, moving. Oder liegt da noch? Am besten schön zusammenbleiben. Es ist nur ein Dreier-Team. Das müssten wir hinkriegen. Yes. Ach, es ist ein 3. Ja, okay, das kriegen wir safe. Jetzt komm, ich sollte nichts sagen, denn dann sterbe ich immer. Ganz, ganz gechillt bleiben, ne? Ganz gechillt bleiben. Oh, da ist noch ein Loot-Ballon. Ich mach dir mal ganz kurz. Oh nein. Ah, ich sehe sie. Oh, Denkrakete. Sie sind nice. Retail nee, Raw in einem Gebäude. Ja. Oder. Ich habe so. Gerade eine Lenkrakete gehört, ne? Da hat gerade mit Lenkrakete auch. Geschossen. Welches sonst, ja? Die müssten da jetzt irgendwo sein. Irgendwo hier unten. Jo. Was denn da? Jetzt hast du die Lenkrakete, da ist Lenkrakete auf dem Boden. Ah, ich habe einen gesehen. Oh, Lenkrakete, nice. Kann ich die? Ah, oder du gönnst die dir auch. Ach, da, ja. Hat einen. Oh, da, ja. Oh, sorry, ich, Kein Problem. Hab den zweiten gesniped. Einer fehlt noch. Ich seh ihn. Noch. Ich hol ihn, den kaufe ich mir. Ich muss meine Ehre wieder herstellen. Der läuft hinterm Berg wahrscheinlich. Oh. Ja. Das ist gar sehr schön. Ah, ich seh ihn. Oh, 3 gegen 1 ist schon zu gefährlich. Ich bekomme gerade gar nichts mit, Alter. Oh, ich habe gar nichts mitbekommen. Ja, Lul. Nichts gerissen irgendwie die Runde, ey. Gar nichts gerissen. Aber GG, Jungs. Nice. GG. Ha. Ja, Nurik. Und ja? Zelda Gamer und Lukas, vielen Dank fürs Mitspielen. Dieser ja, wirklich mulmigen Runde von mir. Lief doch super. Hat ja. Spaß gemacht. Also für mich lief nicht so ganz gut, aber mal gucken, was ihr so gerissen habt. Na gut, das kann ich nicht mehr nachschauen, oder? Ich habe 3 Kills gemacht. Okay. Die 3 letzten Kills habe ich gemacht. 2 mit Sniper und einen mit... Ich bin gemacht hier, weil mir stand eliminiert. Okay. Mir geht es eigentlich nur darum zu gewinnen und Spaß zu haben, anstatt nur so, ja... Richtig. Ich habe so viel Kills. Ja, hat mich nur kurz für die Statistik interessiert, so. Weil ich hab halt 0, deswegen. Naja, okay. Egal, aber du hast ja was zum Teamplay trotzdem beigetragen, so ist ja nicht. Ja, ein bisschen laut. Ja, aber du hast ja auch einige Gegner angesagt. Das ist alles Teamarbeit, das gehört alles mit zum strategischen Vorgehen und dann schlussendlich auch zum Winnen, ne? So, habt ihr das gehört, Kinder? Und deswegen haltet die Schnauze, wenn ihr sagt, ich sei ein Noob. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao.